So, herzlich willkommen zum Bau des Mississippi-Dampfers, aka Disneyland-Dampfer. Ja, diesmal geht es um das Boilerdeck, so nennt sich das zumindest laut Anleitung. Das Boilerdeck ist sozusagen das Deck über dem Maindeck, also ein Deck ist ja nun schon fertig. Und das ist das Maindeck und über das Maindeck kommt sozusagen das Boilerdeck und das wollen wir heute zusammenbauen, also etwas weniger spektakulär. Im Grunde genommen kennt ihr die ganzen Bauschritte schon, da wird sich diesmal auch nichts dran ändern und dementsprechend würde ich sagen, legen wir direkt los. So, ja,
und ihr seht, das sogenannte Boiler-Deck ist dann jetzt auch fertig und ihr seht, es ist auch schon draufgeklebt. Ja, in der Zwischenzeit ist viel passiert, was ich nicht groß jetzt dokumentiert habe, weil das eher unspektakulär ist. Das könnt ihr euch gerne in anderen Videos auf meinem Kanal anschauen, wie zum Beispiel das Beplanken. Das habe ich jetzt nicht aufgenommen, dass ich hier auf diesem, ja, auf diesem Deck sozusagen hier nochmal Planken drauf gemacht habe, wie ich die bemalt habe, wie ich die lackiert habe, wie ich die draufgeklebt habe. Das habe ich jetzt nicht nochmal zusätzlich dokumentiert. Genauso kann ich auch schlecht dokumentieren, grundsätzlich wie ich lackiere, weil ja, ich habe keine richtige Absaug- oder Lackierkabine. Und dementsprechend möchte ich da ungern meine Kamera ja, diesen, na, wie heißt das, diesen Sprühnebel aussetzen. Von dem her habe ich das für mich ganz in Ruhe gemacht. Aber ihr seht, dieses Deck ist ebenfalls beplankt. Das Deck, was wir zusammengeklebt haben, das ist auch schon raufgeklebt. Es ist lackiert. Ich habe hier wieder meine Sockelleisten dran und ihr seht, ich habe hier nochmal separate Leisten. Hier sind übrigens diese zwei Teile, die ihr hier seht. Das sind auf beiden Seiten. Ich versuche es mal ein bisschen anzuschränken, damit ihr mal ein bisschen mehr sehen könnt. So, also von den Dingern hier habe ich zwei Stück. Da kommen später die Schornsteine sozusagen rauf. Kennt man ja von den klassischen Mississippi-Dampfern, die haben ja so zwei riesig große Schornsteine. Die kommen dann hier rauf, sozusagen auf dem nächsten Deck raufgeklebt. Deswegen habe ich hier auch schon Löcher gebohrt, damit das später, ja was weiß ich, Schläuche oder Röhrchen, wie auch immer, durchkommen. Damit ich hier irgendwo dann im Rumpf einen Rauchgenerator einbauen kann, der dann halt sozusagen die beiden Dingens versorgt. Ja, was ist noch passiert? Ach ja, warum? Genau, jetzt seht ihr mal im Inneren, wie ich das verlegt habe. Hier, also hier sitzen die beiden großen Batterien drin. Das sind jeweils 6 Volt, 12 Ampere Stunden Bleiakkus. Davon zwei Stück. Das heißt hier, die habe ich auch zusammengekoppelt. Das heißt, es sind dann 12 Volt mit 24 Ampere Stunden. Das sollte reichen, um ein paar Stunden auf dem See zu fahren. Hier habe ich mein Brettchen, wo ich die ganzen Sachen drauf habe. Ich habe zwei Fahrtenregler. Also im Moment, da kommt sicherlich noch ein bisschen was an Elektrik dazu. Hier ist der Empfänger. Also ob ihr das sehen könnt, hier sitzt der Motor, hier hinten der Servo und hier vorne sitzt die Seilwinde, die später sozusagen diese Gangway rauf und runter fahren wird. Hier kommt dann auch noch ein Servo reingebaut, der die Gangway nach links und rechts bewegen kann sozusagen. Ja, mehr gibt es eigentlich von hier drin gar nicht zu zeigen, aber ihr seht mal, wie ich das hier drin angeordnet habe. Genau, jetzt seht ihr es von der Seite nochmal. Auch den Schriftzug habe ich angebracht. Da muss ich mal ein Stück vorfahren. Aber ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Da bin ich jetzt nicht im Bilde. Also der Schriftzug ist angebracht, Queen Moni. Und das Disneyland-Logo, das hat tatsächlich Levi bepinselt. Das Logo und den Schriftzug. Ja, und ist eben auch schon platziert auf beiden Seiten jeweils. Und ihr seht, so sieht das von der Seite aus. Ja, hier unten ist die rote Kante. Es wird auch noch hier eine Kante geben, aber damit wollte ich noch warten, bis es soweit ist sozusagen. Macht ja nun auch keinen Sinn, unnötigerweise vorher zu machen. Ja, warum sind jetzt hier diese Leisten? Also was ihr vielleicht nicht so gut erkennen könnt, ist, welche Farbe das konkret hat. Das ist auch Gold. Ne? Das ist ein dunkleres Gold, eher so ein Bronzegold wie der Schriftzug. Das hat einfach folgende Bewandtnis. Ich hatte die beiden Decks ja jeweils für sich, alle Teile separat verklebt, mit Kanthölzern auch dahinter, dass sie stabiler sind. Weil die sich ja doch verzogen haben, das habt ihr ja teilweise gesehen. Und ich habe genau an den Ecken jeweils und auch an den Innenecken, also nicht nur an den Außenecken, auch an den Innenecken, vielleicht sieht man es hier so ein bisschen auch noch, habe ich die teilweise verspachtelt. Logisch, wenn man das auf Stoß klebt, man hat immer irgendwo so einen kleinen Spalt, eine Lücke. Und das hat mir nicht gefallen, deswegen habe ich es verspachtelt. So, aber dadurch, dass die Platten ja teilweise ein bisschen verzogen waren, auch nach dem Kleben der Leisten und nachdem ich das dann vor allem hier raufgeklebt habe, wo es ja dann dementsprechend die finale Form bekommen hat, sind dann teilweise, weil ich es ja unabhängig davon lackiert habe, das heißt, ich habe jede Kabine, also das Boilerdeck ist ja das hier, das ist das Maindeck, die habe ich unabhängig voneinander jeweils lackiert, ja. Und das Ding ist, sobald ich die heraufgesetzt habe, sind teilweise genau an diesen Stellen, an diesen Kanten, ist die Farbe natürlich wieder ein bisschen aufgeplatzt und auch das Gespachtelte. Dann waren Risse. Also gerade in den Bereichen hier, immer da, wo diese Kanten waren, waren Risse. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen hatte ich mir überlegt, dass ich da einfach ja, sozusagen ein paar Leisten rüberklebe. Dann sieht man diese Ecken nicht. Dann sieht man das Furchtbare nicht so.
Und dann habe ich mir überlegt, das macht aber auch keinen Sinn, nur diese Ecken zu machen. Deswegen habe ich dann die Zwischenabstände auch jeweils überall mitgenommen, seht ihr ja. Und das sind goldfarbene Leisten, auch wenn man das gar nicht so gut erkennen kann. Das sieht eher braun aus und ich schätze, wenn das später weiter weg auf dem Wasser ist, wird das auch braun aussehen, schätze ich. Also man kann das gar nicht so genau erkennen, ob das das Gold ist, da muss man schon sehr nah rangehen. Ja, genauso habe ich auch diese Kesseldinger, wo nachher die Schornsteine rankommen. Entsprechend hier mit diesen Leisten ausgestattet, auch Sockelleisten einmal ringsrum. Genau, und mit den Leisten oder mit der Leiste, die hier an der Seite rankommt, so wie hier unten ja die rote Leiste ist, kommt hier auch eine ran. Die wird wahrscheinlich blau werden, schätze ich mal, würde ich es machen. Das ist, glaube ich, auch nach Anleitung so vorgesehen. Das werde ich aber erst machen, wenn hier unten die Reling drin steht. Weil die Reling nochmal oben wie so eine Leiste bekommt. Finde ich schade, dass man die Leiste nicht hätte vorher reinkleben können. Dann hätte man, also ja, genau, dann hätte man das Ganze hier schon fertig machen können. Ist aber nicht so schlimm. Ich baue das so, wie es in der Anleitung steht und von dem her alles gut. Da mache ich mir jetzt auch keinen Kopf drüber. Was ich euch auch noch kurz zeigen wollte, war oder wäre dann einmal die... Ja, das ist halt schwer. Ne? Mit den zwei großen Bleiakkus, die wiegt ein bisschen was. Ich wollte euch einmal die Dingens zeigen hier, diese Seilwinde hier vorne. Also ich kann auch beide Fahrtenregler separat voneinander einschalten. Ich kann auch einen nur einschalten oder einen ausschalten. Ich habe auch hier die Schalter, also hier ist für die Seilwinde und hier drüben habe ich den versteckt, seht ihr nicht, für den Fahrtenregler, für den Motor. Das heißt, ich muss nicht beide zwangsläufig immer laufen lassen. Ich kann auch einen einfach ausschalten. Und die Belegung ist wie folgt. Ich habe hier logischerweise mein Gas. Achso, naja, kann ja nicht, weil der Regler ist ja aus. Der Fahrtenregler. Hier wäre links rechts. Und hier habe ich meine Seilwinde für rauf. Nanu. Muss ich doch den anderen einschalten anscheinend. Naja, also hier habe ich mein Vorwärts. Rückwärts, hier habe ich mein links, rechts und hier habe ich die Seilwinde. Kann auch proportional gesteuert werden, das heißt langsam, schnell, wie auch immer. Womit ich wahrscheinlich viel auch arbeiten werde, ist hier diese kleinen Trimmer. Weil wenn ich den schon ein dezentes Stückchen nach oben drehe, dreht sich hinten das Schaufelrad zum Beispiel schon, oder das Schaufelrad. Drehe es ganz hoch, fährt es ein bisschen schneller, aber das ist nur für gediegene Geschwindigkeit, damit ich nicht ständig diesen Hebel durchdrücken muss. So kann ich ein bisschen vor mir hinschippern, ohne ständig den Hebel zu drücken. Genauso kann ich das natürlich mit der Seilwinde machen, die kann ich auch rückwärts, na, genau, und vorwärts über den Trimmer auch durchaus bedienen, ja. Also vorwärts und also die Seite ist ja für links und rechts eigentlich, aber hoch und runter bedeutet für die Seilwinde, beziehungsweise später für die Gangway rauf und runter. Und über einen dieser zwei Potentiometer, hier oben habe ich noch zwei Potis, links und rechts jeweils, werde ich wahrscheinlich den Arm dran setzen, also so dass ich den Regler, so wie ich ihn drehe, bewegt sich halt der Arm. Da werde ich das über diesen Kanal machen. Das wollte ich euch nur noch gezeigt haben, dass die Elektrik auch so weit drin ist und dass ich euch das teilweise nicht gezeigt habe. Was aber auch damit zu tun hat, dass ich echt ein bisschen Ärger hier zwischendrin hatte mit dem Boot und auch mit der Elektrik. Ich glaube, mir sind zwei Fahrtenregler durchgeraucht, was aber eigene Dummheit war. Da habe ich halt einfach nicht aufgepasst und dementsprechend sind mir zwei Fahrtenregler durchgeschmort. Gott sei Dank der Empfänger nicht. Ja, und dann habe ich einfach mal hier so einen ganz günstigen 0815 Fahrtenregler von Amazon einfach mal bestellt, um auszuprobieren, wie er funktioniert. Und dieser ganz einfache 0815, der hängt an der Seilwinde dran. Und den anderen, den habe ich halt, der ist ein bisschen hochwertiger, den habe ich an dem Motor dran. Ja, dann ist mir auch aufgefallen, ich hatte zwei verschiedene Optionen für den Antrieb hinten. Ich hatte einmal so eine, oh Gott, muss ich euch nochmal zeigen. So ein Federdraht, hier sieht man das, von Vilesco, hier dieser Dampfmaschinenfirma, hatte ich euch ja gezeigt. Das Problem bei diesem Draht ist, sobald der nass wird, den muss man danach natürlich abtrocknen, also was heißt natürlich, das Problem ist, das fängt an zu rosten, das Ding. So, und dementsprechend habe ich halt Sorge, dass das nicht lange hält. Das ist das eine. Das andere reicht die Power, selbst wenn ich den zusammendrehe. Ich habe den ja teilweise sogar gekürzt, hier sieht man sogar den Rost. Kann ich euch zeigen. Hier sieht man so eine rostige Stelle. Das ist halt nicht so, so
so geil. Und der hat halt auch, kriegt nicht genug Zug drauf, sodass logischerweise, also ich meine jetzt, wenn ich jetzt Gas gebe, das Rad hinten, das dreht sich ohne Frage. Wenn das Schiff aber im Wasser sitzt, ist durch das Wasser der Widerstand größer für das Rad. Und diese Federdinger schaffen es nicht, das Rad tatsächlich anständig anzutreiben. Ich könnte es wahrscheinlich noch enger schnallen. Das Problem ist, es frisst sich dann hier hinten dieses kleine Rädchen. Ja, nochmal davor kann ich leider nicht. Ein bisschen. Naja, auf jeden Fall ist hier so ein kleines Rädchen dran, wo ja auch wie nennt man das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wo dieser Federdrahtdingens da durchläuft. Das ist aber Holz. Das kann man, oder werde ich wahrscheinlich auch später irgendwann mal austauschen gegen Metall, damit da einfach Ruhe ist. Da muss ich aber gucken, dass das die richtige Größe oder die gleiche Größe hat. Weil, ja, hier habe ich nicht viel Spielraum. Das Ding ist, dass diese Feder sich, ja, dadurch, dass es Metall ist und weil es eine Feder ist, sich durch das Material mit der Zeit fressen wird. Davon gehe ich aus, weil ja Widerstand ist. Und sollte es doch mal rutschen, weil irgendwas verhindert, dass das Rad sich dreht im Wasser, Wasserpflanzen oder was weiß ich, dann würde sich das hier durch das Holz mit der Zeit fressen. Habe ich natürlich alles mitlackiert, aber ja, nichtsdestotrotz. Ich habe dann einfach dieses Gummiband genommen, was ich euch ja gezeigt hatte. Alles hier so ganz normales. Simples, was ist das? 3 mm Elastikband. Das sind so eine klassischen Bänder, die bei den Mundschutz-Dingern auch links und rechts dran sind, die man sich hinter die Ohren klemmt, halt nur in schwarz, ja, statt in weiß. Das habe ich jetzt zweilagig sozusagen, also zwei Stück davon hier rumgetüdelt und ordentlich festgezurrt. Dann habe ich hier zwei Messingröhre drin, damit das Wasser nicht allzu weit ins Schiff reinkommt. Aber bis jetzt alles gut, toi toi toi. Da war ich letztens am See, die Aufnahmen zeige ich euch zum Schluss. Da war aber das Oberdeck erstmal nur provisorisch raufgesetzt. Da war das hier noch nicht beplankt. Da waren die Leisten überhaupt noch nicht dran, also diese goldenen und auch die schwarzen noch nicht dran. Das war erstmal nur provisorisch auch, weil ich eine Runde fahren wollte und testen wollte und das Wetter gut war. Habe ich dieses Deck hier eigentlich nur mit Klammern befestigt für den Tag am See, um das zu testen. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum bei voller Pulle sich das Rad nicht schneller dreht hinten. Obwohl ich gesehen habe, dass dieses Ritzel ist es ja nicht. Ich weiß nicht, wie die Dinger richtig heißen. Na egal. Dass sich auf jeden Fall das Teil am Motor schneller dreht als das Rad hinten. Und da konnte ich die Geschwindigkeit hochdrehen, wie ich wollte. Das Rad hat die Geschwindigkeit hinten nicht verändert. Und so war ich einen halben Tag am See und bin dann halt ganz, ganz, ganz gemütlich und langsam gefahren. Ich werde am Ende jetzt noch Videos davon einblenden, wie ich am See war. Und dann zeige ich euch mal den Unterschied. Der erste Teil der Videos wird sein, wie ich ja gemütlich und langsam fahre, weil es nicht anders ging und ich nicht wusste, woran es liegt. Bis ich dann diesen Gummi hier richtig, richtig stramm gezogen habe, richtig nochmal neu verknotet habe, stramm gezogen habe. Und dann hat das Ding auch richtig Ballett gemacht. Und das seht ihr in der zweiten Hälfte der Videos. Also es ist ein deutlicher Unterschied, als der Gummi hier mehr oder weniger noch durchgerutscht ist. Ich schätze, durch dieses Metallrad ist er überwiegend durchgerutscht. Ich wüsste auch gar nicht, wie man das Rädchen irgendwie so machen kann, dass das mehr Grip hat. Ich habe einfach strammer gezogen, den Gummi, und dann war gut. Er ist immer noch ein bisschen elastisch, aber viel fehlt dann nicht, bis es richtig stramm ist, und jetzt rutscht er eigentlich auch gar nicht mehr so leicht durch. Ich werde es nochmal testen, ich werde nochmal zum See gehen, werde nochmal Ersatzgummis mitnehmen, auch grundsätzlich Werkzeug, weil das eine Ruder auch ständig lose war und ich ständig das Ruder wieder richten musste. Ja, das hatte ich nicht fest genug gezogen, das hat mich auch geärgert. Nichtsdestotrotz habe ich dann irgendwann, wie gesagt, den Gummi fester gezogen und dann hat das Ding richtig Gas gegeben. Und dann hat es auch Spaß gemacht und es ließ sich auch wirklich gut manövrieren, ohne Frage. Bevor ich aber am See war, habe ich das Ding mal einen Tag lang in der Wanne gehabt. Einfach um sicherzustellen, dass es dicht ist. Und nachdem ich es dann abends rausgeholt habe, habe ich festgestellt, dass im Heckbereich hier unten teilweise die Farbe aufgeplatzt ist. Das scheint irgendwo durch, weiß ich nicht, ich schätze durch die Temperatur, weil ich ganz oft lese, dass Lack durch Temperaturunterschiede schon aufplatzen kann und teilweise Haarnadelrisse entstehen können. Das ist hier offensichtlich passiert und ja, dadurch, dass ein ganzer Tag in der Wanne war und ich nicht zwischendurch immer mal geguckt habe, hat sich dann das Wasser im Holz hier hinten überall verteilt und dementsprechend hat sich an sehr vielen Stellen das Holz mit Wasser vollgesogen und hat den Lack mehr oder weniger zum Aufplatzen gebracht. Ja, dann habe ich es über Nacht erstmal abtrocknen lassen oder durchtrocknen lassen, habe am nächsten Tag
diese Stellen großzügig wieder vom Lack befreit bis aufs blanke Holz. Hab das nochmal austrocknen lassen, hab dann nochmal mit Porenfüller gearbeitet, mit Lack nochmal drüber. Ich hatte noch zwei Stellen, eine auf der Seite, glaube ich, hier irgendwo, eine auf der Seite und vorne am Bug hatte ich, glaube ich, auch noch eine Stelle, wo Haarnadelrisse waren, wo es aber nicht so schlimm ausgeartet ist wie hier hinten, weil hier hinten ja schon angefangen hat, das Holz aufzuquellen. Na, jedenfalls habe ich das abgeschaut, aber das Ding ist, dass ich jetzt auch in mehreren Foren gelesen habe, dass das, also ich meine, ich habe jetzt hier nur Sprühlack genommen. Ich hätte wahrscheinlich Bootslack nehmen sollen oder, keine Ahnung. Jedenfalls ist Lack jetzt nicht die optimalste Lösung, weil es immer wieder zu Haarnadelrissen kommen kann und da reicht schon ein Temperaturunterschied, ja. Ich meine, wir sind jetzt hier in der Wohnung, hier haben wir, weiß ich nicht, 25, 26 Grad, so setze ich das Ding jetzt, haben wir zwar ein paar schöne Tage gehabt, aber das Wasser im See ist halt noch sehr, sehr kalt und wenn man das ins Wasser reinsetzt, ist klar, der Temperaturunterschied, der beträgt ja dann durchaus mal 15 Grad, schätze ich jetzt einfach mal und da kann es ja auch zu Spannungen im Rumpf kommen und auch im Lack kommen und ja, durch kleinere Wellen platzt dann halt doch mal öfter irgendwo der Lack ab, beziehungsweise gibt es dann Haarnadelrisse und dadurch kann sich dann der Rumpf oder das Holz unter dem Lack mit Wasser vollsaugen, was natürlich nicht so geil ist, weil ich nicht ständig irgendwo die Haarnadelrisse wieder aufschleifen kann und neu lackieren kann oder beziehungsweise austrocknen lassen kann, neu lackieren kann, dann bin ich ja ewig mit Lackieren beschäftigt und ständig am Suchen nach Haarnadelrissen. Dementsprechend habe ich mich jetzt dazu entschlossen. Ich werde heute soll der letzte Tag sein. Also es gab jetzt 3 Tage schönes Wetter. Sonntag, Montag und Dienstag. Sonntag waren wir am See. Da war nichts danach. Gestern habe ich dann nochmal 2 Haarnadelrisse entdeckt. Das kann natürlich daran liegen. Die waren aber noch nicht am Abend. Die habe ich erst am nächsten Tag entdeckt. Keine Ahnung warum. Ja, jedenfalls habe ich das jetzt erstmal notdürftig erstmal überlackiert. Will heute noch mal zum See, weil einfach schönes Wetter ist und ich doch mal ein bisschen fahren möchte, weil ich erst gegen Ende des Sonntagabends hier den Gummi enger geschnallt habe und das Boot dann auch wirklich Ballett gemacht hat und dann hat es auch Spaß gemacht. Bloß da war der Abend schon oder der Tag schon wieder rum und dementsprechend wollte ich heute noch mal unbedingt dahin, bevor das Wetter morgen wieder schlechter wird. Dann habe ich auch wieder Zeit und dann werde ich Folgendes tun. Dann werde ich den Rumpf unten komplett wieder vom Lack befreien, von dem schwarzen Lack und werde das Ganze mit Glasfaser und Epoxid einmal einstreichen und sozusagen den Rumpf richtig schön versteifen und vor allem dicht machen. Weil dann habe ich definitiv meine Ruhe im unteren Bereich. Dann sollte es auch gar keine Probleme mehr geben und zumindest hoffe ich das. Und dann kann ich weitermachen mit dem Aufbau. Also ja, das Ding muss ja sowieso in der Regel so 2, 3 Tage trocknen, nachdem es mit Epoxid eingestrichen ist. Das heißt, heute Abend, wenn ich heimkomme, werde ich wahrscheinlich gleich anfangen, den Lack abzumachen. Ja, damit ich die erste Schicht Epoxid drauf machen kann. Wahrscheinlich werde ich auch bloß eine drauf machen. Ich habe aber kein, wie heißt das, Glasfasermatte Gewebe, sondern ich habe Glasfaservlies, was ein bisschen dünner ist und feiner. Ich denke, das sollte reichen, dass ich danach nicht groß noch schleifen muss. So, das ist die Hoffnung, weil ich muss ja jetzt, wie gesagt, einmal den Rumpf danach komplett vom Lack wieder befreien, was hinten immer sehr schwierig ist, weil es sehr kantig ist. Sollte aber kein Problem sein. Ich habe, nachdem ich hier hinten die Platze hatte, musste ich ja auch alles vom Lack befreien. Das ging eigentlich relativ flott und problemlos. Dementsprechend habe ich da keine Bedenken. Und danach wird, wie gesagt, das Ganze einmal komplett, ja, mit Glasfaser und Epoxid eingestrichen, gepinselt und nochmal dicht gemacht. Dann habe ich sicher Ruhe und auch ja, ein ruhiges Gewissen, wenn das Ding auf dem Wasser ist. Ist natürlich schade, weil ich es gern so gelassen hätte, wie es ist, aber es ist mir einfach das Risiko zu groß, dass da ständig Haarnadelrisse reinkommen und ich ständig nachlackieren muss. Darauf habe ich einfach keine Lust. Und vor allem, ja, man muss es dann immer mit Sie anfassen, also sehr vorsichtig damit umgehen, damit sowas eben vermieden wird. Ja, und während das dann trocknet, kann ich hier oben weitermachen mit dem obersten Deck. Also die Platte, die hier oben raufkommt, die ist noch am Trocknen. Die habe ich die Unterseite weiß lackiert, weil die ja, hier so, also damit man, wenn man doch mal von unten guckt, wenn das nachher im Regal steht und man guckt von unten, dass die Decke hier wenigstens weiß ist. Deswegen wird die Unterseite gerade weiß lackiert. Und dann kann das hier eigentlich auch schon rauf. Dann müssen hier wieder Löcher rein, damit die Rohre nachher durch können für die Schornsteine. Ja, dann muss das Deck natürlich auch beplankt werden, was hier oben drauf kommt. Und dann kommt, also das ist, glaube ich, das Promenadendeck. Und dann kommt da mittig drauf noch das Sonnendeck. Und das Sonnendeck werde ich so machen, dass ich es abnehmen kann, sodass ich hier jederzeit an die ganzen Sachen rankomme. Und auf dem Sonnendeck kommt nochmal wie so ein Snackbereich, also so ein Imbiss-mäßig soll das werden. Und da oben drauf kommt dann noch, ja, das Kapitänsdeck.
Häuschen. Ach ja, das kann ich in der Zeit bauen, während die Epoxidgeschichte hier trocknet. Von dem her, denke ich, habe ich hier meine Ruhe. Ich muss bloß gucken, dass ich das Teil, was hier raufkommt, noch nicht raufklebe, sondern mir lasse, um darauf sozusagen die nächsten Decks aufzubauen. Also das Sonnendeck, Promenadendeck, den Imbiss, den Kiosk und die Kapitänskajüte, während der Rumpf dann trocknet. So, das ist der Plan. Und damit ist das Schiff dann im weitesten Sinne abgeschlossen. Dann fehlen noch die ganzen Relings und Detailarbeiten und so weiter. Das kommt dann auch noch in der nächsten Zeit. Also wir nähern uns dem eigentlichen der eigentlichen Fertigstellung von dem Schiff als Grundbausatz sozusagen. Ich meine, ich habe jetzt schon mehr Technik drin als geplant durch die Seilwinde zum Beispiel. Es kommt ja, wie gesagt, noch ein zweiter Servo hier vorne rein, der dann die Gangway bewegt. Die kommt ja dann auch noch und muss ja auch noch gebaut werden. Beleuchtung, wie gesagt, kommt noch jede Menge rein. Deswegen werde ich hier auch die weiß ich noch nicht, könnte ich eigentlich auch schon, dass ich diese Folien. Aber da ich jetzt noch viel lackiert habe, hat es für mich jetzt noch keinen Sinn gemacht, diese Folien hier reinzukleben. Also diese Fensterfolien. Das habe ich einfach noch gelassen. Aber ja, das wird dann der nächste Schritt sein, dass ich jetzt, wo ich grob durch bin mit dem Lackieren, ich warte jetzt noch, bis der Rumpf fertig ist. Und ich denke, bevor dann dieser Deckel hier drauf kommt, also das nächste Deck sozusagen, werde ich die Fenster dann auch mit dieser Folie, hier ist so eine Folie, ganz, ganz dünne Folie, die wird dann halt in Streifchen geschnitten und daran geklebt. Jetzt habe ich es auch schon ausprobiert mit Holzleim. Das klebt nicht, dann habe ich es aus. Also es hält nicht, es klebt schon, aber es hält nicht. Dann habe ich es ausprobiert mit ganz normalem Uhu. Alleskleber hält nicht, mit Sekundenkleber möchte ich nicht arbeiten. Deshalb werde ich wahrscheinlich mit Epoxidkleber arbeiten müssen. Anders geht es ja nicht, damit es erstens anständig hält, lange hält, weil da braucht man bloß mal ungünstig von außen gegendapsen. Das ist ja hier wie so eine Folie, dann reißt die hier wieder ab, weil der Kleber nicht gut hält. Das ist mir nichts, deswegen dann mit Epoxid. Und das werde ich machen müssen, bevor das nächste Deck raufkommt, weil umso mehr hier oben drauf kommt, umso schwieriger komme ich später ran. Ja. Bei der Beleuchtung habe ich da weniger Bedenken, weil die Löcher werde ich wahrscheinlich von außen bohren. Genauso werde ich von außen die LEDs und die Lampen ranbringen und durchfädeln. Kann mir dann von innen die Kabel ziehen, das Ganze dann von innen verdrahten. Da brauche ich nicht viel Platz, das ist in Ordnung, das wisst ihr. Ihr kennt meine Verdrahtungskünste in Anführungsstrichen. Und von dem her sollte das das geringste Übel sein. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Jetzt habe ich so viel gesabbelt. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas rausschneiden kann von dem, was ich gesabbelt habe. Aber ich denke, das war sehr informativ. Ihr habt ja gesehen, dass sehr viel passiert ist. Ich habe am Anfang des Videos habe ich das ja noch gebaut. Wie gesagt, inzwischen ist es lackiert, draufgeklebt, noch verfeinert mit diesen goldfarbenen Leisten und Probefahrten auch schon durch. Heute werde ich es mir, wie gesagt, nochmal am See gemütlich machen und ja, dann gucken wir mal, ob dann wirklich jetzt alles dicht ist und wie schön das heute funktioniert. Und dann geht es erstmal dran, weil es ab morgen wieder Schlechtwetter gibt. Dann kann ich den Rumpf wieder entkernen sozusagen und mit Epoxid bearbeiten und Glasfaser. Und dann hoffe ich, habe ich meine Ruhe. Gut, dann soll es das für dieses Video gewesen sein. Sehr viel gesabbelt heute, sehr informativ. Aber ich denke, ihr habt ein bisschen mehr gesehen als sonst. Also zumindest mal einen Eindruck bekommen, wie es jetzt hier drin aussieht, wie das aufgeteilt ist, mit welchem Problem ich zu kämpfen hatte. Ich kann nicht immer die Kamera bereitstellen, das funktioniert leider nicht. Aber dafür belohne ich euch jetzt am Ende noch mit den ersten Fahrvideos vom See mit dem Raddampfer, mit dem Disneyland Raddampfer. Ich wünsche euch viel Spaß, genießt die Aufnahmen. Ich habe es auch sehr genossen, mir die Aufnahmen im Nachhinein anzugucken. Ich hatte auch die Kamera auf dem Schiff und bin auf dem Schiff mit rumgefahren mit der Kamera. Ich habe von außen gefilmt, also gibt ein paar wunderschöne Zusammenstellungen von Aufnahmen, die ich an diesem Tag gemacht habe. Vielleicht nehme ich heute nochmal die Kamera mit und hänge die Aufnahmen auch noch mit hinten dran. Das wäre ja zumindest eine Option. Und ja, dann soll es das mit dem achten Teil gewesen sein. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf und bis bald. Ciao.
Thank you.